Ja, moin moin. Ich bin hier heute bei Triumph Hamburg, dem Flagship Store, und die haben ziemlich coole Motorräder. Und ich bin hier heute mit der Janine verabredet. Die will mir mal ein bisschen was erzählen über die Modelle, was könnte zu mir passen, was nicht. Und da das Wetter auch ein bisschen schattig ist, gehen wir mal ganz schnell rein. Ne? Janine, richtig? Genau. Hi. Patrick. Janine. Moin. Schicker Laden ist das hier. Ja, vielen Dank. Und eine Menge Modelle, wie ich sehe. Absolut, ja. Ja. Wir haben eine relativ große Range. Ja, ich sehe das schon. Mhm. Genau. Und ich bin auch nicht so affin schon, aber ja. Hat mich noch nicht so wahnsinnig damit beschäftigt. Aber das macht ja sehr schick aus. Dafür bist du ja hier. Dafür bin ich hier, ja, genau. Jetzt gucken wir mal. Ich bin ja ein bisschen kurzbeinig. Wo fangen wir denn an? Dann würde ich sagen, fangen wir mal bei den Klassikern an. Das, womit wir groß geworden sind sozusagen. Ja, hier sind wir bei den Scramblern. Ja. Mhm. Haben wir in zwei Varianten, einmal in der XC-Variante und einmal in der XE-Variante, sozusagen die Offroad-Variante. Das ist so ein Crossover zwischen Touring und Crossmaschine, oder? Genau, okay. Als Klassiker, Zweizylinder, genau, mit 1200 Kubik. Setz dich doch gerne einfach mal drauf. Oh, ja. Ja, machen wir. Schau mal, wie das so ist für dich. Ja, die ist tatsächlich auch recht hoch. Ich merke schon. Darf nicht ein bisschen Luft unter den Füßen. Darf keine Delle da drin sein, dann falle ich um, dann kippe ich um. Ist, man sitzt super bequem. Entspanntes Fahren, glaube ich. Ne? Und schöner großer Tank. Wie weit kommt man damit? Macht echt Spaß, das Motorrad. Wie weit kommt man damit mit einer Tankfüllung? Es kommt natürlich immer auf die Fahrweise drauf an. Aber so typisch. Ja? Ich sag mal, du kommst gute 260 Kilometer damit. Oh ja, okay, das ist aber schon gut. Ja, die ist hier jetzt ein bisschen zu hoch für mich, aber schon mal schön. Und was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen was Sportlicheres. Ja. Auch im Klassikerbereich auch Zweizylinder. Hier haben wir unsere Truxton. Okay, das ist so ein bisschen Kaffee Racer mäßig, ne? Genau, Kaffee Racer. Das ebenfalls schon, Zweizylinder. Das ist auf jeden Fall meine Höhe. Man sitzt so ein bisschen sportlich. Ja, das ist so. Ja. Ja. Die sieht schon abgefahren aus, aber es ist so nicht. Das ist halt tatsächlich unsere sportlichste Variante im Klassikerbereich. Okay. Wir haben so einen kleinen Zwitter zwischen der Truxton und der T120, nämlich die Speed Twin. Das wäre die hier, genau. Doch einige dabei, auf denen ich hervorragend sitzen kann, stehe ich fest. Ja, gut, ne? Ja, hier sitzt du ein bisschen aufrecht, das finde ich ja doch ein bisschen angenehmer. Hier sitzt du halt aufrecht, ist halt nicht ganz so sportlich, wobei du die Fußrasten auch hier relativ weit hinten hast. Stimmt, ja. Das verändert sich dann nochmal bei der T120, da können wir auch gleich nochmal hingehen. Motoren sind immer die gleichen, ne? Oder? Wir haben tatsächlich bei den Klassikern zwei verschiedene Motorvarianten, nämlich 1200 Kubik und 900 Kubik, wobei wir die 900 Kubik in drei Modellen nur haben, nämlich in der Street Twin, der T100, was sozusagen die kleine Schwester von der T120 ist, und wir haben nochmal eine kleinere Variante von unserem neuen Scrambler, nämlich dem Street Scrambler. Die haben alle 900 Kubik, der Rest bevorzugt 1200. Sind die dann auch leichter? Ja, wahrscheinlich. Ne? Die sind schon auch ein Ticken leichter. Ne? Ja. Bisschen, okay. Hier haben wir die T120. Ja, okay. Wie schon gesagt, der Klassiker schlechthin bei Triumph. Das ist Steve McQueen. Das ist Steve McQueen, oder? Und Retro pur. Genau so ist es. Ja. Oh ja, die ist gemütlich. Ja, die ist sehr komod. Sag mal, wenn ich jetzt frischer Neuling im Motorradbereich bin, ja, und ich sage, Mensch, ich möchte jetzt irgendwie mir mal was zulegen. Worauf muss ich denn achten? Also, was würdest du mir denn raten? Was ist wichtig, so als erst? Also letztendlich musst du dich am wohlsten auf dem Motorrad fühlen. Also, das heißt, mach einfach eine Probefahrt, beziehungsweise wenn so ein paar Modelle für dich, es ist natürlich oftmals erst im ersten Moment einfach das Aussehen. Möchte ich ein sportliches Motorrad haben? Möchte ich einen Klassiker haben? Das weiß man in der Regel schon so ein bisschen. Du kannst einfach nicht darauf eingehen zu sagen, ich fahre lange Touren nur und fahre wenig in der Stadt. Dafür brauche ich ein geeignetes Motorrad. Okay. Sondern du hast ja erstmal so eine gewisse Vorstellung von deinem Motorrad. Und dann musst du es ausprobieren. Vielleicht ein paar Probefahrten machen und da, wo du dich wohl drauf fühlst. Genau, also was mache ich, was will ich machen, will ich Kurzstrecke, Langstrecke? Ja, das weißt du ja in der Regel nicht, wenn du Führerschein-Neuling bist. Ja, stimmt, ja gut, aber. Ja, aber ich finde mal, der Wohlfühlcharakter ist echt entscheidend. Okay. Die ist schick, schön, da sitzt man, das ist so ein bisschen, das ist so für lange Strecke, ne? Genau, das ist ein klassisches Tourenfahrzeug. Ja. Jetzt sitzt du auf der T120 Black Edition. Mhm. Nebenan haben wir dann noch die klassische Variante mit ein bisschen mehr Chrom dabei. Genau.
Okay. Hier hast du halt schwarze Felgen, schwarzen Auspuff, schwarzen Krümmer. Ja, das mag ich ja. Ja. Ja, die finde ich schon, die ist schon schick. Ja, und zeitlos halt. Wir haben sonst noch eine Cruiser Range. Weiß nicht, ob dich das interessiert. Ja, das ist eigentlich, das würde mich, glaube ich, sogar fast noch am meisten interessieren. Ja, dann lass uns doch da mal hingehen. Cruiser heißt das bei euch? Bei uns heißt das Cruiser, sonst ist es Shopper, ne? Bei uns ist es Cruiser. Okay, ja, komme ich hier rum? Ja, ja, logisch. Gott. Nicht dreckig machen, ne? Ja, dann gucken wir mal. Ja, genau. Hier hast du sozusagen den Cruiser schlechthin, unsere Speedmaster. Fußrasten das, vorn. Ja, das ist so ein bisschen Wohnzimmer, ne? Ja. Fühle ich mich fast zu jung für. Oh, okay. So dann hätte ich so aber sonst noch was für dich. So ein bisschen, ja, ja. Wir haben nämlich sozusagen ein Umbau-like Motorrad namens Bobber. Ja, genau. Ist ich, der Single-Seater. Sieht halt schon aus wie, wie ein Umbau letztendlich. Genau, sowas. Kommt aber so direkt aus dem Hause Triumph. Ja. Ohne, dass du irgendwas machen musst. Ja, die ist schick, die mag ich. Muss man auch lange Arme haben, ne? Du kannst den Sitz ein bisschen verstellen. Ja, insofern stimmt. Geht das ganz gut. Genau. Der scheint jetzt sehr weit hinten zu sein. Der läuft auf so einer Schiene und da kannst du ihn ein bisschen nach vorne und nach hinten schieben. Aber die ist schon schick. Okay. Dann hätten wir ja eigentlich ein passendes Bike für dich gefunden. Ja, ne? Jetzt. Ja. Sonst müsstest du vielleicht mal über eine Probefahrt nachdenken. Das wäre natürlich eine Maßnahme. Ne? Ja. Dann müsste man, wie bekommt man denn bei euch eine Probefahrt? Also im Idealfall machen wir einfach einen kleinen Termin. Ja. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit für dich, dir das Motorrad natürlich noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Ja. Und dann fährst du einfach los. Alternativ geht es natürlich auch, je nachdem, wenn wir ein bisschen Zeit haben, geht das auch relativ spontan. Na, bei so einem Wetter auf jeden Fall nicht. Na, heute was nicht. Was wir heute haben, nicht, aber ne? Ja. Ja, schick, schick. Aber ja, wenn gutes Wetter ist, unsere Fahrzeuge sind das ganze Jahr über angemeldet. Das ist doch gut. Das kann das quasi jederzeit losgehen. Das klingt gut. Mhm. Wunderbar. Ja, prima. Dann bedanke ich mich. Machen wir einen Termin. Ja, machen wir einen Termin. Ne? Okay. Es hat endlich geklappt, meine Probefahrt mit der Triumph Bobber Bonneville Black im Hintergrund zu sehen. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Beim letzten Mal dachte ich schon so, drauf gesessen und mir gedacht, ich will sie so unheimlich gerne mal fahren. Und fährt sie sich, wie sie aussieht? Das ist ja so das, was wichtig ist. Und ich muss sagen, es hat sich eigentlich alles bestätigt, was ich mir so erwünscht habe. Ja, ist ein cooles Fahrgefühl. Sie hat einen mächtigen Durchzug, der 1200er Kubikmotor, lässt es auch durchaus ordentlich krachen. Ist ein geiles Moped zum Cruisen und trotzdem, dadurch, dass sie tief liegt, harte Federung hat, den schönen einen, diesen Bobbersitz hat, sitzt man so ein bisschen knackig drauf und kann damit ziemlich gut rumcruisen. Und ich habe auch festgestellt, so im Laufe der, die Leute gucken, sehen Sie das Motorrad an, kleine Fischbude gefunden, wo ich ein Fischbrötchen gegessen habe. Gab es gleich große Augen von nebenan. Und das heißt, es ist auch eine Augenweide. Und ich kann nur sagen, also rundum, so ein bisschen habe ich mich echt verliebt, muss ich sagen. Es ist rundum ein echt wirklich cooles Motorrad, was so alles das mitbringt, was ich jedenfalls mag. Nämlich ein bisschen cruisen, legt sich gut in die Kurven, trotz, ich sage jetzt mal, des längeren Radstandes. Man legt sich einfach rein. Bin sogar einmal, darf ich gar nicht erzählen, mit der Fußraste aufgesetzt, sogar zweimal. Ist aber nichts passiert. Und man kann auch hervorragend Kurven fahren. Guter Durchzug. Also mich würde jetzt nochmal interessieren, so als völliges, als Unterschied nochmal vielleicht was anderes zu fahren, eine Rocket oder so, dann kann man mal so ein ganz anderes Motorrad fahren. Aber so mein Stil, muss ich sagen, ist es absolut. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn jemand so ein bisschen Custom-Style-like durch die Gegend cruisen will, dann ist das genau die richtige Maschine. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich durchringen kann. Mein altes Baby, weil ich ja auch ein V-Max allerdings, ein anderes Fabrikat, ob ich mich vielleicht sogar nochmal umentscheide. Ich bin so ein bisschen
wie sagt man, ich hadere mit mir. Aber die Probefahrt hat definitiv sehr viel dazu beigetragen, dieses Motorrad in das Motorrad zu verlieben. Und insofern, was ich natürlich auch ganz cool finde, ist diese Technik, die dabei ist. Man hat ein bisschen ABS, man hat ein bisschen Anti-Schlupf, wenn man mal zu viel Gas gibt, ein bisschen Sand drauf ist. Kleinen Bordcomputer, was auch ganz cool ist, ein bisschen gucken, ne, welcher Drehzahl oder nee, wie viele Kilometer habe ich noch und und. Das ist bei meiner alten Mühle immer alles ein bisschen sehr puristisch. Und das macht echt Spaß. Also sie ist über den gesamten Drehzahlbereich, kommt schön von unten raus. Ich kann nur sagen, empfehlenswert, wer Bock auf den Art und den Style hat, Custom-like, der sollte auf jeden Fall mal eine Bobber fahren. Ich denke, genug gesabbelt. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Und dann sehen wir uns demnächst.